Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind eine Viertelstunde hier im Radio alleine, dann schaltet sich das Fernsehen dazu und wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, da bin ich zu weit gegangen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr dieses sagt. Da irgendwann mal in meinem Leben bin ich zu weit gegangen, mit Taten, mit Worten. Das bereue ich, das geht mir sehr lange nach, das kriege ich gar nicht mehr los oder ich kann das vielleicht auch gar nicht mehr wieder gut machen. Da bin ich zu weit gegangen. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 50 50, E-Mail-Adresse domian@wdr.de und Faxnummer 0800 220 50 51. Der erste Anrufer heute Nacht ist Sascha und Sascha ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sascha. Zu weit gegangen? Ja. Erzähl. Da war ich so, das fing so mit 12, 13 langsam an. Da habe ich ein paar Freunde kennengelernt, die einzigen, die zu mir gehalten haben, weil dicke Sau wurde ich immer genannt und so. Das tat mir gut. Ich habe aber nie gemerkt, dass die nur hinter mein Geld herfahren. Moment. Das tat dir gut, wenn die gesagt haben, dicke Sau? Nein, die haben mir geholfen und die haben dann gesagt, lass den mal in Ruhe und so weiter. Ach so. Und da habe ich aber nie gemerkt, dass die nur hinter meinem Geld, hinter meinen Zigaretten her waren. Achso, da waren Leute, die dich quasi geschützt haben. Ja, genau. Und die waren aber nur hinter deinem Geld her. Genau. Weil du schon steinreich damals warst mit 13? Nee, das nicht. Ich hatte aber Taschengeld, ich hatte dauernd Zigaretten. Ja. Wenn ich Zigaretten hatte, waren sie meine Freunde. Ja. Das habe ich nie so gesehen. Und dann hat auch irgendwann meine Oma gesagt, hier hör mal, die wollen doch nur deine Zigaretten. Und haben uns in meine Haare gekriegt. Wie, du hast mit 12 und 13 schon so richtig geraucht? Ich habe schon geraucht, leider Gottes. Leider Gottes, ja. Ich bereue das heute. Ja, okay. Und dann? Ja, dann fing es dann langsam an, dass ich eben kein Geld mehr hatte, weil mit 13, 14 hört es auch so ziemlich. Und dann musste ich dann eben, weil ich sie nicht verlieren wollte, bei der Oma ans Portemonnaie ran oder Opa. Das ging dann eine Zeit gut. Und irgendwann kam das dann raus, weil ich dann nicht mehr sagen konnte, hast du verlegt oder ausgegeben. Und dann wurden die dann eben sauer, weil sie kein Geld mehr gekriegt haben, keine Zigaretten mehr gekriegt haben. Dann wurde ich erpresst von den angeblichen Freunden und dann ist das richtig runtergegangen, bin nicht mehr zur Schule gegangen. So, das heißt, du hast deine Oma belogen, beklaut, betrogen, ja, um die Kohle zu bekommen und deine falschen Freunde in Anführungszeichen weiter zu finanzieren. Genau. Und da bist du zu weit gegangen. Definitiv. Auch, ja. Wo noch? Und dann fing das hinterher ein bisschen an, dass meine Oma gesagt hat, ich kann nicht mehr, Jugendamt hilft mir. Da bin ich dann ganz abgezogen, in Richtung mehr am Bahnhof rumgesessen mit den Leuten, die da so rumsitzen. Und bin dann auch nachts einfach weggeblieben mit 13, 14 schon und manchmal auch einfach stockbesoffen nach Hause gekommen. Ja. Den Frust ersaufen, sag ich mal. Du hast bei deiner Oma gewohnt? Ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Ja. Und irgendwann war mir dann der Stress. Ich habe das nie gesehen, dass die Oma mir nur gut wollte. Ich habe das immer, die blöde Oma. Wir haben uns auch manchmal so in Haare gehabt, dass ich ihr gesagt habe, wenn du tot bist, ich trampel auf dein Grab rum, ich gebe dir nie deine Ruhe, die du kriegst. Pfui. Und ich habe sie so beleidigt, dass sie, einmal ist sie auch umgekippt bei unserem Streit. Boah, wie schlimm. Wie warst du da drauf? Wie hast du denn da die Kurve gekriegt und hast du das wieder gut machen können? Ja und nein, sag ich mal. Irgendwann war mir es dann zu viel, da habe ich gesagt, ich kann bei der Schlampe nicht mehr zum Jugendamt. Da habe ich dann vom Jugendamt noch Ärger gekriegt, weil die ja gesehen haben, was die Oma für mich tut. Also die Schlampe war jetzt die Oma, oder was? Ja, genau. So habe ich sie damals genannt. Und dann habe ich ihm gesagt, hier, ich bin in einem Heim. Und da bin ich dann wieder hochgekommen mit der Hilfe der Erzieher und des Jugendamtes. Mache jetzt seit 3 Jahren eine Ausbildung. Aha, so. Bin diesmal fertig. Lebt deine Oma noch? Ja, klar. Ich bin auch immer bei ihr. Unser Kontakt ist wieder soweit gut. Aber es hängt natürlich noch im Hinterkopf. Ja. Bei uns beiden. Gab es denn so die richtige große Entschuldigung bei dir mal? Ja, öfters. Öfters? Also das... Öfters.
tut dir schon sehr leid und das weißt du. Tut mir auf jeden Fall leid. Das weiß die Oma auch heute, dass die, dass es dir leid tut. Das weiß die Oma auch. Ja, Sascha, das ist natürlich eine schlimme Sache, aber wenn du jetzt so eine Klarheit darüber hast, kannst du natürlich jetzt, da du älter bist, alles dran setzen, das wieder gut zu machen, indem du dich nämlich ordentlich deiner Oma gegenüber verhältst, ihr viel Freude bereitest einfach. Mache ich, ja. Ja? Ja. Wie alt ist deine Oma? Meine Oma wird dieses Jahr 63. Ja. Ja, ja. Also dann mal zu und kümmere dich gut um die Oma. Ne? Mache ich. Dann kann man das auch vielleicht irgendwann verzeihen und sagen, okay, ich war damals irgendwie von Sinnen und irgendwie nicht zurechnungsfähig und jetzt mache ich alles wieder gut. Ja. Sascha, in diesem Sinne. Danke dir. Alles Liebe. Jo. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt, da bin ich zu weit gegangen. Frage, wie weit ist sie gegangen? Was hat sie gemacht? An Sandra. Sandra ist 31. Hallo. Hallo. Hallo Sandra. Ja, ich bin zu weit gegangen. Ich habe einen Brief geschrieben an eine Ex-Freundin und habe sie darin so dermaßen beleidigt, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir haben will. Eine Ex-Freundin von dir? Ja. Ja, eine gute Freundin? Nein, also wir hatten eine Beziehung mit ihr. Ach so, eine Partnerin. Genau, genau. Und das ist, ja. Und hast sie in dem Brief so beschimpft? Ich habe sie ganz, ganz böse beschimpft. Ich war der erste Mensch seit vielen Jahren, sie ist jahrelang missbraucht worden von einem Mann. Mhm. Und ich war der erste Mensch, dem sie sich geöffnet hat, dem sie ganz viele Dinge erzählt hat, was alles passiert ist. Und das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich fühlte mich sehr verletzt, zumal sie mir auch am Ende einfach nicht mehr gesagt hat, warum das nicht mehr funktioniert mit uns. Sie hat nicht mehr mit mir geredet und das hat mich unglaublich wütend gemacht. Wie lange wart ihr denn zusammen? Das lief über ein Jahr. Mhm. Und ich habe dann... Und sie hat auch Schluss gemacht? Nein, eigentlich war ich das. Ach so. Sie wollte das, aber sie hat es nicht ausgesprochen. Mhm. Und sie hat... Sagen wir mal so, sie hat mich so weit getrieben, bis ich es dann irgendwann machen musste. Ah ja, verstehe. Mhm. So, also sie hat halt immer weiter reingehauen und ich habe trotzdem immer weiter ausgehalten, weil ich wusste halt auch immer, dass sie immer einen Menschen so weit triezen will, weil sie glaubt ja nicht, dass sie es wert ist und dass überhaupt jemand sie liebt. Und deswegen habe ich gesagt, mach was du willst, ich bleib hier. So, aber was hast du jetzt in diesem Brief, waren das mehrere Briefe oder war es ein Brief? Ein Brief. Das war eine E-Mail, die ich ihr geschrieben habe. Und ich habe ihr geschrieben, dass sie sich prostituiert für Männer. Und das ist das Schlimmste, was ich ihr sagen konnte. Ich habe ihr gesagt, dass sie lügt. Und das ist eine ganz schlimme Sache für sie, weil sie lügt niemals, sagt sie. Und sie hat mir immer gesagt, dass das Schlimmste ist, wenn jemand von ihr denken würde, sie würde lügen. Vor allen Dingen, wenn jemand in der Biografie so etwas Schlimmes hat wie sexuellen Missbrauch und man dann sagt, ja, du prostituierst dich für Männer oder für Männer. Das hast du aus reiner Bosheit gesagt, um sie zu kränken. Ja. Es gibt gar keinen Hinweis. Sie hat überhaupt keine Männerbeziehungen oder so, die darauf hindeuten könnten, auf deinen schweren Vorwurf. Für meine Sichtweise schon, für ihre nicht. Mhm. Sie kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis. Sie ist Asiatin. Ja. Sie ist Koreanerin, ist von daher natürlich ganz anders Menschen gegenüber als ich und gerade Männern gegenüber, weil Männer sind ja... ja, Respektspersonen, gerade ältere Männer. Und da ist sie immer sehr, ja, ich würde mal sagen, sie würde sehr viel rumflirten und sie kriegt sehr viele teure Geschenke und verbringt dann auch sehr viele Stunden mit diesen Männern. Und zum einen war ich eifersüchtig und zum anderen, weil ich denke so nicht. Ich habe immer gesagt, dass ich Frauen, die sich so verhalten, dass das für mich auch eine Form von Prostitution ist. So, dass ich für teure Geschenke mich verkaufe. Und aber nicht wirklich, ne? Sie schläft nicht mit den Männern. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie einmal eine ganze Nacht weg war in einem Hotelzimmer mit einem und ich weiß es nicht. Wie auch immer, du hast sie mit diesen Worten sehr, sehr, sehr schlimm getroffen. Ganz schlimm. Hat sie darauf reagiert? Sie hat gesagt, sie hat eine ganz kurze E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich werde eines Tages bereuen, was ich geschrieben habe. Was meint sie damit? Dass sie wahrscheinlich weiß, dass mir irgendwann klar wird, dass ich ich vielleicht einfach nur hätte mehr Geduld haben müssen. Also sie meint, irgendwann wird dein schlechtes Gewissen so groß sein und das schlechte Gewissen wird dich strafen. Ja.
Sie meint das nicht im Sinne von Rache, dass sie an dir Rache nimmt. So meint sie das nicht. Nein. Sie ist aus meinem Leben weg und sie ist ganz weg und sie ist ganz verschwunden und ich habe keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Das heißt, du hast keine Möglichkeit mehr, dich zu entschuldigen? Keine. Das ist schlimm, ne? Das ist schrecklich. Das ist ganz schlimm. Mhm. Ich glaube, dass man aus solchen Sachen ganz, ganz, dass man sich sehr, sehr, sehr am Riemen reißen muss, aus so etwas zu lernen. Ja. Dass man, wenn man in so einer Situation ist, wie du warst, dass man nicht so schnell schreibt. Und wenn man schreibt, dass man das erstmal ein, zwei Tage liegen lässt. Oder es vielleicht sogar von einem anderen guten Freund gegenlesen lässt. Finde ich, ist meine Erfahrung mit solchen Sachen, das so zu machen. Das ist eine gute Sache. Es ist ein guter Rat. Es ist ein guter Rat, der, ja, ich bin sehr impulsiv manchmal. Mhm. Und ich bin kein geduldiger Mensch und ich war mit ihr extremst geduldig. Und das ist so schlimm, Sandra. Wenn man dann hinterher da steht, wie jetzt du in deiner Situation, und man bereut so etwas und man kann nicht mal mehr Entschuldigung sagen. Ja. Man muss irgendwie so leben, dass so etwas gar nicht mehr passiert, dass man gar nicht in so eine Lage kommt. Das Schlimmste ist, dass ich sie vermisse. Ich vermisse sie total. Und das auch noch. Sie ist meine große Liebe gewesen und ist es immer noch. Und wie absurd, ne? Die große Liebe beschimpft man. Fürchterlich. Die große Liebe verletzt man so sehr, dass man den Rest der Liebe, der vielleicht noch da ist bei der anderen Person, dadurch auch noch völlig plattwalzt. Ja. Völlig irrational, wie wir Menschen blöd ticken manchmal, ne? Ich könnte mich, ich weiß nicht, was ich alles machen könnte mit mir. Und ich muss damit leben. Ja, du musst damit leben, ja. Und du kannst darauf hoffen, dass du vielleicht irgendwann die Chance doch hast, dich zu entschuldigen, dass es nochmal irgendwann eine Möglichkeit gibt, sie zu erreichen. Hab ich nicht. Sie wohnt 10.000 Kilometer entfernt. Ja. Ich habe keine Möglichkeit. Es gibt ihre Handy, ihre Telefonanschluss gibt es nicht mehr. Mhm. Die E-Mails hat sie eine andere Adresse. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Und es ist damals geschehen, nur aus einer Wut, einer Verletztheit, einer Eifersucht? Oder? Sie hat mich wirklich, also was sie mit mir gemacht hat, das war schon ganz, ganz böse. Das waren einfach Dinge, die, ich habe es meinen Freunden streckenweise, ansatzweise erzählt und alle haben gesagt, meine Güte, irgendwie schießt die Frau in den Wind. Mhm. Sie kann so sein, wie sie ist, aber solange die nicht mit ihrer Vergangenheit, solange die das nicht aufgearbeitet hat, wird sie dich kaputt machen. Mhm. Was passiert ist, aber es entschuldigt nichts. Nein, es erklärt. Ich weiß, was sie mit mir gemacht hat und das ist okay, aber eigentlich bin ich ein starker Mensch und ich kann damit auch umgehen. Aber ich weiß, dass was ich mit ihr gemacht habe, mit Worten, Worte können so böse verletzen. Mm, mm. Ja, die Worte können für ein Leben etwas zerstören, ein Leben lang zerstören. Das ist unglaublich, was das anrichten kann. Ja, sie ist so weit weg. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann eine Fügung, dass sie sich nochmal in Deutschland meldet. Ja, Telefonnummer. Sie hat deine Telefonnummer, ja. Aber sie wird es nicht tun, sie ist viel zu stolz. Ja. Das wird sie nie tun. Das weiß ich, so hat sie sich in ihrem bisherigen Leben immer verhalten. Da bleibt dir wirklich nur übrig, Sandra, das, was ich gerade gesagt habe, dass du dir das so einhämmerst, dass dir so etwas in deinem Leben nicht nochmal passiert. Das wird mir nicht mehr passieren. Ja. Insofern hat es dann auch noch was Gutes. Diese Schlimme hat dann auch noch etwas Gutes, nämlich, dass du ein bisschen klüger geworden bist. Ne? Zu spät. Für diesen Fall zu spät, für den nächsten Fall aber nicht zu spät. Ja. Ja, so muss man es ja sehen. Man kann ja nicht ewig nur die Wunden lecken und sagen, oh, wie schlimm alles. Es ist schlimm, aber man muss ja auch nach vorne gucken. Ja. Liebe Sandra. Okay. Alles Gute. Danke dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, ich sage euch nochmal unser Thema. Das heißt nämlich, da bin ich zu weit gegangen. Und wenn ihr mir von Dingen erzählen wollt in eurem Leben, aus eurem Leben, wo ihr auch zu weit gegangen seid, was euch ärgert, was ihr bereut, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 oder mailen unter domian@wdr.de. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann freuen wir uns auf die Fernsehzuschauer. Dann schalten die nämlich dazu. Oh,
meine lieben Fernsehmenschen draußen im Lande, willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir sind ein bisschen zu spät heute, bitten das sehr zu entschuldigen, aber ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben nämlich heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, da bin ich zu weit gegangen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr das sagt. Ja, da bin ich in meinem Leben zu weit gegangen. Vielleicht im Bereich der Sexualität. Da habe ich etwas getan, was mir nicht gemäß ist oder was eigentlich nicht mein Ding ist. Bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Vielleicht im Bereich Gewalt, dass ihr einem Menschen durch Worte oder durch Taten sehr wehgetan habt, einen Menschen sehr verletzt habt. Vielleicht wart ihr zu risikofreudig und habt das hinterher oder vielleicht sogar bis heute auslöffeln müssen. Oder vielleicht habt ihr einen Tabubruch begangen. Etwas, was ein Mann nicht tut oder was so in euren Wertvorstellungen nicht in Ordnung ist, habt ihr getan. Warum auch immer, wie auch immer. Also, da bin ich zu weit gegangen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50. Und jetzt bin ich verbunden mit Willi. Und Willi ist 25 Jahre. Guten Morgen. Hallo Willi. Ah, Moment, ich bin schuld. Ich habe nicht richtig gedrückt. Hallo Willi, jetzt aber. Ja, hallo. Entschuldigung, das war meine Schuld. Kein Problem. Willi, das Thema. Ja, mein Thema ist, dass ich zurzeit, wenn man so will, eine Affäre mit einer Ex-Freundin von mir habe, mit der ich im August einen Monat lang zusammen war. Letztes Jahr im August? Letztes Jahr im August, ja. Ja. Die aber jetzt oder dieses Jahr im August heiraten möchte, aber nicht mich. Also du warst voriges Jahr einen Monat ungefähr mit der zusammen. Genau. Dann habt ihr euch wieder getrennt. Mhm. Warum habt ihr euch getrennt? Von wem ging das aus? Eigentlich von ihr. Ja. Wobei ich aber dann mehr oder weniger eingesehen habe, dass das ja zu dem Zeitpunkt keinen Sinn mehr hatte, weil sie da wieder aus einer anderen Beziehung ziemlich krass rausgegangen ist, ja, und da immer ein schlechtes Gewissen gehabt hat und da hat es einfach, sie konnte einfach nie so wirklich zu mir sein, wie sie das gerne wollte, eben so. Wegen dem schlechten Gewissen. Kuddelmuddel, höre ich schon, ne? Ja, Beziehungskuddelmuddel. Absolut, absolut. So, nur ist einige Zeit vergangen und jetzt tuchtet ihr beiden wieder miteinander rum. Ja. Aber die junge Frau wird in ein paar Monaten heiraten, aber eben nicht den Willi. Genau. Und da jetzt, ihr sagst du, guten Bekannten von mir. Jetzt, ja. Und jetzt sagst du, die Sendung heißt ja, da bin ich zu weit gegangen. Ja. Du sagst, ich bin zu weit gegangen, dass ich mich nochmal auf sie habe eingelassen. Genau. Ja. Wie kam das jetzt, dass ihr nun wieder zusammen kamt? Das ist eine ganz verrückte Situation und ich hoffe, mich erkennt jetzt auch niemand am Fernseh oder am Radio. Nein, die Stimme ist völlig normal und nee, gar nicht markant. Ich bin in einer mittelgroßen bayerischen Stadt Tanzlehrer. Aha. Und da kennt man halt nun mal einige Leute von den Kursen. Ja. Und die junge Dame, die Manuela heißt sie, war bei mir eben im Tanzkurs. Ja. Spätestens und jetzt wird man dich erkannt haben, nachdem du Bayern gesagt hast, Tanzlehrer und Manuela, aber nun ist es raus, ist auch egal. Ich hoffe nicht, aber ja gut, so spät vielleicht nicht mehr. Ja, sagst du. Weiß nicht. Ja, ja und so haben wir uns halt erstmal kennengelernt, ja, und das Schlimme war ja, dass sie eigentlich 3,5 Jahre mir hinterhergelaufen ist, ohne dass ich das gemerkt habe. Mhm. War sie in so einem Tanzkurs bei dir? Ja, genau, ja. Richtig. Mhm. Mhm. Da seid ihr natürlich die Stars, ne? Ja. Skilehrer, Tanzlehrer und ja. So. Ja. Bloß, es war eigentlich gar nicht aus dem Tanzkurs raus, dass sie dann irgendwann einmal gemerkt hat, dass sie eigentlich mich ganz gern hat, sondern das war auf einer Privatparty, da haben wir Musik gemacht und da habe ich mein Schlagzeug aufgebaut und so weiter. Dann auch noch. Okay. Ja. Und so ist es dann eigentlich. So, aber jetzt war meine Frage, ja. Warum ist es jetzt wieder passiert? Ja, weil wir eben in letzter Zeit wieder öfters, also privater Natur, zum Tanzen gegangen sind. Mhm. Und dann habe ich halt mitgekriegt, dass sie, und das ist ja das Schlimme dran, diese Ehe eigentlich gar nicht eingehen möchte. Aber sie hat, also das heißt, es gibt eine Partnerschaft bei ihr im Moment? Sie hat einen Freund? Ja. Ja. Und warum möchte sie nicht in die Ehe sich einlassen? Also zum einen, weil er sie bis vor kurzem nicht wirklich so behandelt hat, wie man zukünftige Frau behandelt. Was genau, weiß ich nicht, aber er war halt ein ziemlicher Macho ihr gegenüber, ja. Mhm. Und sie haben eigentlich ewig gestritten und so weiter, ne. Und genau in der Phase, hat sie eben gesagt, bin ich dann auch einmal wieder aufgetaucht. Mhm. Und jetzt ist allerdings das Problem, dass ihr Zukünftiger scheinbar doch irgendwas merkt, dass
zumindest Gefahr im Verzug ist. Weißt du, was ich daran nicht verstehe, an der Geschichte? Ja. Wenn das Mädel da nicht so ganz zufrieden ist, die kennt den ja offensichtlich noch nicht so sehr lange. Nee. Wieso heiratet die den dann schon? Wieso machen die Heiratspläne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie das selber nicht wirklich weiß. Mhm. So, und sie ist wirklich nicht zufrieden und ist jetzt zurückgeflohen, sage ich mal, zu dir quasi? Das ergab sich eigentlich. War ich selber nicht ganz unschuldig dran. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, wie ich das dann mitgekriegt habe, was eigentlich los ist, habe ich schon drauf angelegt, ja. Ja, ist ja so eine Frage, ob du da nur zu weit gegangen bist oder ob du nicht zu weit gegangen bist, vielleicht ja. Aber ich bereue es zumindest nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja ihr Ding. Sie muss das entscheiden. Ne? Und wenn sie unglücklich ist in ihrer Beziehung, aus der sogar eine Ehe werden soll, ist es vielleicht sogar ein Glück für sie, dass sie nochmal dich, den Tanzlehrer, den netten Tanzlehrer aus Bayern getroffen hat. Ja. Bist du wirklich erst 25? Ja. Mhm. Die Stimme klingt ein bisschen reifer. Doch, ich bin 25. 25. Mhm. Also Willi, ich würde mir da keinen Kopf machen. Das ist ihr Ding. Sie muss das entscheiden. Und sie muss sagen, was sie will und wen sie will. Und richtig, bloß befürchte ich halt, dass sie einfach den Mut nicht aufbringt. Das sagt sie ja immer. Sie traut sich einfach nicht, ihrem ganzen Umfeld, der ganzen Gesellschaft, die Wahrheit. Ja, aber was ist denn das für eine Frau? Wie alt ist die? 31. Aber was ist denn das für eine Frau? Wenn die sich nicht mal traut zu sagen, ich liebe meinen Mann nicht und ich will keine Ehe führen. Ich weiß nicht, ob sie ihn liebt oder wie das ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Frag sie doch mal. Dass sie mich noch so gern hat, dass sie das allererste Mal in ihrem Leben mehr oder weniger fremd geht und mit mir jetzt da eben... So, dann mach mal die Frau mutig. Dass oh, die, meine Güte. Dass die war auch bis vor 3 Stunden die, bei mir. Du weißt gar nicht, was ich dir alles gesagt habe, aber das bringt scheinbar. Ja, aber gut, wenn es das dann nicht bringt, dann ist sie aber auch wirklich eine sehr schwache Persönlichkeit. Ja, das auf alle Fälle. Das muss man dann aber auch so sehen. Ja, und das spricht dann wiederum aber auch nicht so sehr für eure Liebe. Die muss letztendlich so stark sein, dass sie da auch über ihren eigenen Schatten springt und das Richtige dann für sich tut. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall Glück. Und du scheinst ja diese Frau sehr zu mögen. Sehr, ja. Ne? Und dass es dann in deinem Sinne alles so läuft. Und dass die vielleicht doch ein bisschen den Hintern hochkriegt. Ne? Mhm. Willi, schöne Grüße nach Bayern. Danke schön. Tschüss. Danke. Gute Nacht. Tschüss. Da bin ich zu weit gegangen. Das ist unser Thema hier heute. Wenn ihr mich anrufen wollt, mit mir sprechen wollt, dann gerne unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Alexander, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Alexander. Ja, bei mir geht es um das Thema Gewalt. Mhm. Ich bin 24 und vor knapp 10 Jahren, im Dezember 95, 23. Dezember, habe ich einem Freund von mir mit einer Gaspistole in seinen Hals geschossen. In den Hals geschossen? Es gab einen Konflikt, einen Streit? Gar nicht. Also, gar nicht? Nein, ich war damals ja 14, 15 Jahre alt und habe dieses Ding gekauft für Silvester. Das war damals cool bei uns. Mhm. Man hat so ein Ding und das Ding hat nicht funktioniert. Mhm. Ich habe das von irgendjemandem gekauft und hat nicht funktioniert. Ich habe es unter Zeugen auch demonstriert, dass es nicht funktionierte. Und habe dann in so einem lustigen Beisammensein zu ihm gesagt, gib mir mal eine Zigarette und habe ihm diese scheiß Pistole an den Hals gehalten und habe abgedrückt, als er Nein sagte. Und plötzlich hat es geknallt. Also war es eigentlich ein Unfall? Es war ein Unfall als denn eine Gewalttat deinerseits. Ja, natürlich für die Gerichte war es hinterher, oder für das Gericht war es hinterher natürlich ein Unfall. Aber für mich war es eine Gewalttat. Ja. Was ist denn aus dem, gar nicht kannte. Wie schwer verletzt war der Freund? Ja, da kam eine Stichflamme aus diesem Ding und er hatte ein knapp 8 cm tiefes Loch im Hals. Mhm. Ist dann sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er ist auch notoperiert worden dann und hat das Gott sei Dank überlebt. War dann 3 Wochen im Krankenhaus. Ja. Und es geht ihm wieder gut. Also es gibt keine bleibenden Schäden? Nein. Mhm. Hat er es dir vergeben? Ja. Ja. Er hat zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, sagt er. Und wir kriegen das schon hin. Er hat noch auf dem OP-Tisch zum Arzt gesagt, das wäre ein Silvesterböller gewesen, der neben seinem Hals explodiert ist. Mhm. Er hat ihm das natürlich nicht abgekauft nach der Art der Verletzung. Mhm. Und er hat es mir nicht krumm genommen. Er hat es dir nicht krumm genommen, aber es gab eine Gerichtsverhandlung. Es gab natürlich eine Gerichtsverhandlung, weil bei sowas auch sofort Polizei eingeschaltet wird, ja, wenn so jemand im Krankenhaus landet.
Und natürlich ist das verfolgt worden und ich bin auch vor Gericht gestellt worden. Und was ist dabei rumgekommen? Ja, da es mir halt nachgewiesen werden konnte, dass es ein Unfall war, bin ich bei 20 Sozialstunden geblieben. Mhm. Aber für dich, in deinem Gewissen, so wie du es gerade formuliert hast, ist das in dem Sinne kein Freispruch gewesen? Nein, das war es nicht. Und das beschäftigt dich heute noch, obwohl das 10 Jahre rum ist, weil es ist nur gut ausgegangen, aber er hätte auch tot sein können. Ja, ja, ja. Er hätte tot sein können oder er hätte auch lebenslang Schäden davon tragen können. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich habe ihm wohl 3 oder 4 Millimeter neben die Karotte geschossen in den Hals. Das, wenn ich da getroffen hätte, dass es auf irgendeinem Kuhkaff passiert, da hat 20 Minuten gedauert, bis der Rettungswagen da war. Also wenn die Hauptschlagader getroffen worden wäre. Im Hals getroffen worden wäre, dann wäre er daran verstorben, ja. Mhm. Und das hat mir doch lange Zeit zu schaffen gemacht, muss ich sagen. Also kann man auch so sagen, bei dem Thema, da bin ich zu weit gegangen, ja, vielleicht schon, aber du hast es ja nicht mit Mutwillen gemacht, aber das hast du alles 1000 Mal für dich schon durchdacht, ne? Ja, ich war unachtsam in dem Moment. Mhm. Ich hatte es nicht unter Kontrolle. Mhm. Ich muss immer viel unter Kontrolle halten in meinem Leben und da hatte ich mich nicht unter Kontrolle und das ist passiert und ich habe jemanden so schwer verletzt damit, durch hast meine du? Unachtsamkeit. Ja, ich meine, du warst nur sehr jung, 14 Jahre alt. Heute bist du 24. Was hast du daraus, hast du was mitgenommen von dieser Geschichte, was gelernt daraus? Ja, ganz viel. Ich war damals soweit, ich hatte auch schon Platz an der Polizeischule, ich wollte zur Polizei, ich wollte das durchziehen, ich wollte Kommissar werden nach dem Abitur und habe das abgebrochen, bin in diesen sozialen Beruf gegangen, ich bin Krankenpfleger heute. Und das ist ja eine interessante Wendung. Das heißt, du wolltest eigentlich in so einen martialischen Beruf eher gehen, ohne das entwerten zu wollen. Wir brauchen diese Berufe. Das meine ich jetzt nicht negativ, weiß Gott nicht. Ja. Aber dennoch hat dich das so zurückgeschreckt, dass du vielleicht, wenn man in einem solchen Beruf ist, kann einem sowas ja auch mal passieren, ne? Dass man einen Menschen verletzt oder sogar tötet. Ja, es geht um die Paranoia vor Waffen. Also es geht um die, seitdem ich das habe, ich war natürlich auch nicht bei der Bundeswehr, ich habe Zivildienst gemacht. Ja. Ich kann einfach nichts mehr mit Waffen anfangen. Mhm. Sowieso damals schon nicht. Mhm. Ich weiß der Teufel, was mich geritten hat, damals das Ding zu kaufen. Mhm. Das war nicht mein Naturell. Und heute habe ich die Panik vor Waffen. Selbst wenn es knallt draußen, wenn ich einen Autounfall oder irgendwas passiert in der Stadt. Aber ich finde eigentlich, das ist eine ganz gute Panik. Panik an sich ist ja was Unangenehmes, aber Panik vor Waffen zu haben und die abzulehnen, ist ja nicht das Schlechteste, ne? Nein, das ist richtig. Wirklich ich kann es auch heute für mich positiv nutzen, was damals passiert ist. Das wollte ich gerade sagen. Es hat aber lange gedauert. Ja, eigentlich hat diese Geschichte ja wirklich rundherum eine gute Wendung gefunden. Der Junge ist gesund, der hat es dir vergeben. Ja. Und für dich hat sich das Leben insofern auch noch sehr, sehr in eine andere Linie entwickelt, dass du jetzt Krankenpfleger bist, was ein sehr guter und sehr wichtiger und toller Beruf ist. Ja, das denke ich auch. Ja. Was natürlich bleibt, sind die Albträume, auch heute noch. Das hast du heute noch? Heute noch, ja. Kommt nicht sehr oft vor, aber es kommt von Zeit zu Zeit wieder vor und dann ist es nicht schön. Ich werde doch immer wieder zurückgerissen. Mhm. Das ist immer noch heute da. Mhm. Ich sehe es immer noch vor Augen, wie das knallt. Also ein sehr sensibler Mensch, der das wirklich so lange bei sich trägt und trotz der 10 Jahren noch immer nicht so ganz zu den Akten gelegt hat. Hast du mit dem Freund heute noch Kontakt? Ich sehe ihn ab und an nochmal. Das kommt 1-2 Mal im Jahr vor, wenn ich ihm mal begegne. Ja. Er wohnt sehr weit weg von mir. Und aber dann können wir uns auch noch unterhalten und sind normal miteinander. Ja. Es ist auch ein toller Zug von ihm, dass er da so souverän reagiert hat, ne? Und es dann nicht nachträgt. Der hätte ja auch völlig hysterisch und anders reagieren können darauf. Ja, ne? Wir waren gute Freunde damals und er hat auch gesehen vorher, dass das Teil nicht funktioniert hat. Das ist ja noch das Paradoxe. Mhm. Ich habe es ihm selbst noch vorgeführt, im Halbdunkel. Ja. Alexander, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Auch. Schöne Nacht noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unser Thema, heißt heute Nacht, da bin ich zu weit gegangen. Und ich bin verbunden mit Sabine und Sabine ist 42. Hallo Sabine. Ja, hallo Domi. Hallo Sabine. Mhm. Wo bist du zu weit gegangen? Ja, ich bin im Vorhin zu weit gegangen. Ich bin seit Jahren tablettenabhängig und das sind Beruhigungstabletten und bin durch diese Beruhigungstabletten, sag ich mal, dadurch hervorgehend zur Kleptomanin geworden. Zur Kleptomanin, das heißt, du klaust? Jeden Tag, ja. Jeden Tag? Ja. Und du siehst da einen Zusammenhang zwischen den Beruhigungstabletten, die du... Ja, du bist ohne würde ich es nie machen. Du bist tablettensüchtig, kann man sagen. Ja, bin ich seit Jahren. Seit Jahren? Ja, und... Und klaust jetzt? Wo klaust du? Überall, ist egal. Also in Geschäften.
ne, Ladendiebstähle, nicht bei privaten Personen oder so. Nee, ja, immer in Geschäften. Und was klaust du so? Alles. Also manchmal war es aus der Not heraus für die Kinder, aber vom Prinzip her alles. Das gibt's. Schuhe, Kleidung, Kosmetik, alles, alles einfach. Klaust du auch Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst? Richtig. Die ich einfach nicht brauche, die liegen denn da, die benutze ich gar nicht, da habe ich zig paar Schuhe, das interessiert gar nicht. Was ja noch absurder ist, ne? Dass man dann Sachen klaut, die in der Ecke liegen. Ja, genau, so ist es. Ich habe irgendwo immer nicht schon früh dann den Zwang, ich will jetzt losgehen, ich will wieder irgendwas Schönes haben und dann gehe ich halt und ich muss was haben. Und selbst wenn ich nur in die Kaufhalle gehe, will einkaufen, ich muss irgendwas einstecken. Also du klaust auch in diesen großen Kaufhäusern, wo man da immer so denkt, da sind überall Kameras versteckt. Kameras, da bin ich mir überall bewusst und so, und da hat man seine Tricks schon entwickelt. Also es war schon richtig, habe schon richtig Angst gehabt. Ich habe nur auch meine Strafen schon gekriegt. Das heißt, du bist erwischt worden schon einige Male? Ich habe zig Geldstrafen schon hinter mir. Ja. Ich war letztes Jahr bis Oktober im Gefängnis. Oh. Ja, wie lange? Ich hatte bekommen ein Jahr. Ein Jahr? Konnte nach 8,5 Monaten nach Hause, habe 2 Kinder zu Hause. Ich habe nicht verstanden, nach 1,5 oder nach 8,5? Nach 8,5 Monaten. Nach 8,5 Monaten. Und du bist wegen der Stehlerei eingelocht worden. Mhm. Ja. Und wie gesagt, meine Kinder waren alleine zu Hause in der Zeit. Mein Sohn ist 21, meine Tochter 15. Mein Sohn war dann in der Zeit bei der Armee, aber meine Tochter hat das zu Hause alles alleine gemeistert und so. Und jetzt ist es so, dass ich eben seit Oktober zu Hause bin und bin jetzt schon wieder 2-mal rückfällig geworden und erwischt worden. Und erwischt worden auch. Bitte? Und auch erwischt worden dabei. Ja. 2-mal rückfällig geworden, 2-mal erwischt worden. Wo klaust du denn hauptsächlich? In den größeren Dingern? In den größeren. Aber da ist doch die Gefahr wahrscheinlich noch viel größer, als in kleineren Geschäften erwischt zu werden, oder? Mag sein. In dem Großen und Kleinen, aber in dem Großen, da haben sie uns erwischt. Und da war ich in der Nacht im Polizeigewahrsam und konnte dann Gott sei Dank wieder gehen. Und eine Woche später haben sie mich schon wieder erwischt. Und ich weiß ganz genau, dass ich wieder ins Gefängnis muss. Und mein Sohn will nach Hamburg arbeiten, dann ist meine 15-jährige Tochter, muss dann wahrscheinlich ins Heim oder irgendwas. Und ich hänge an meinen Kindern abgöttisch. Ich würde alles für die tun und ich kann nicht dagegen machen. Ja, Moment. Du würdest alles für die tun und ich kann nichts dagegen machen. Gegen meine Kleptomanie, meine ich. Das glaube ich schon nicht. Nee, das glaube ich schon nicht. Ich glaube, dass man gegen alles was tun kann, wenn man will, wenn der Wille ja, da ist. Ja, ich will ja, aber was soll ich machen? Wie lange, Sabine, plagt dich das Ganze schon? Bitte? Diese Kleptomanie, diese Klauerei, wie lange machst du das schon? Oh, schon Jahre. Jahre. Was hast du dagegen unternommen? Nichts. So, und wer sagt mir gerade, Ich würde alles für meine Kinder tun, würde alles unternehmen. Du hast noch überhaupt nichts unternommen. Ich würde für meine Kinder alles tun, damit es ihnen gut geht. So, natürlich, aber dafür musst du erstmal für dich was tun, damit es dann deinen Kindern gut geht. Wenn ich seit Jahren so etwas habe, was du gerade geschildert hast, das ist ja nicht damit aus der Welt, in dem du ins Gefängnis kommst. Das ist ja eine psychische Störung, die da zugrunde liegt. Ich bin psychisch krank. Ich bin auch verrentet deswegen. Ja, das weiß ich, dass ich psychisch krank bin. Und warum hast du keinen Kontakt zu einem Arzt oder zu einem Psychologen, zu einem Psychiater? Ich bin seit fast 10 Jahren in psychologischer Betreuung beim Psychiater alles, aber das ist alles so unregelmäßig, weil wir einfach, meine Psychologin weiß auch, dass ich stehlen gehe, alles. Ah, gut, dann nehme ich die Kritik auch ein bisschen zurück, weil ich dachte, du würdest auch nicht mal zum Psychologen gehen. Also das tust du schon. Das tue ich schon seit fast 10 Jahren, ja. Ja, und das bringt aber alles gar nichts. Überhaupt nicht. Das heißt, du bist ja richtig in diesem Sumpf drin und findest keine Möglichkeit rauszukommen. Überhaupt nicht. Hast du denn das Gefühl, dass du bei dieser Psychologin gut aufgehoben bist? Also eigentlich schon, aber wie gesagt, ich habe eben gedacht, man kann das eben, dass es auch eine Therapie gibt oder so. Mhm. Aber vom Prinzip her, sie weiß, dass ich medikamentenabhängig bin und alles. Wir unterhalten uns und alles über Alltagsprobleme, weil wir haben meine Kindheit alles aufgearbeitet, alles. Und Bist du im Moment auch noch tablettenabhängig? Ja. Auch noch. Und das hat sich durch diese Psychologin auch nicht geändert? Nein. Nee, dann bist du bei der falschen Psychologin, Mensch. Dann bist du völlig in falschen Händen. Nach so vielen Jahren muss irgendetwas getan werden und es muss was passieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was für dich und für deinen Fall genau die richtige Therapie und Behandlungsform ist. Ne? Das ist die Frage. Ja. Und du wärst bereit, dich auch darauf einzulassen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gut, das ist schon mal ein Wort. So, da bin ich jetzt natürlich überfragt. Aber ich habe einen Psychologen im Hintergrund, das weißt du. Ja. Und ich möchte gerne, dass du mit ihm weiter sprichst und er wird dich jetzt genau beraten, was für dich das Richtige ist. In der Hoffnung, dass wir dir vielleicht so ein bisschen helfen können und du dadurch einen Anstoß findest, das dann auch einzuleiten. Ja.
Denn du tust es für dich und du tust es auch für deine Kinder. Auf jeden Fall. Ne? So, so ist es. Ja. Sabine, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay, ich alles klar. Alles Gute. Klar. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050 Edmund ist hier. Edmund ist 26. Hallo. Hallo Domian. Hallo Edmund. Da bin ich zu weit gegangen, heißt das Thema. Ja, es war bei mir so, ich war 95, 96, bin ich zur Bundeswehr gekommen, also 95. Und ich war begeisterter Soldat. Ich habe mich verpflichtet auf 4 Jahre auf Zeit und ich habe dann natürlich auch beim Auslandseinsatz mitgemacht. Und in Jugoslawien haben wir, also ich war Begleitschutz bei einem Medikamententransport. Und wir sind dann überfallen worden von Jugendlichen. Und es war ja katastrophale Zustände damals unten nach dem Bürgerkrieg. Ja. Und unser Dolmetscher wollte die Sache dann klären. Und er ist dann rausgegangen und in dem Moment kam dann ein Schuss von der rechten Seite her und hat unseren Sanitäter von dem Medikamenten Unimog, hat er dann Oberschenkeldurchschuss gehabt. Und aufgrund dessen haben wir uns dann verteidigt und nach dem Feuergefecht haben wir dann erst mitgekriegt, dass in unserem Schussfeld von mir und meinem Kameraden, als sie sich überschnitten haben, zwei, sage ich jetzt mal, ein Mädchen und ein Junge tot waren. Das Mädchen war 13 und der Junge war 16 und das waren eigentlich alles nur Kinder. Das waren außer... Waren diese Kinder, die du gerade genannt hast, die beiden, waren die durch Zufall da reingekommen oder gehörten die zu dieser Gang, die euch da auch überfallen hatte? Die gehörten da dazu. Das waren, die hatten bloß Hunger, sie wollten nur was zum Essen haben. Und die waren bewaffnet? Die waren bewaffnet, die hatten Kalaschnikows, die hatten Handfeuerwaffen, die hatten einfach alles. Und es sind dann zwei Kinder, Jugendliche gestorben bei dem Feuergefecht. Und die waren bei uns im Schussfeld. Also wir haben Schussfeld, das wird nach Uhrzeiten aufgeteilt und da überschneidet sich immer was. Das heißt, man weiß nicht, wer sie erschossen hat. Irgendjemand von euch? Ja, weil also mein Schussfeld war jetzt, sage ich jetzt mal, von 11 Uhr bis 1 Uhr. Und von meinem Kamerad rechts war es jetzt von 12 Uhr bis 2 Uhr. Also bis 14 Uhr. Kannst du denn, also so von der Richtung her, ne? Damit man sich das vorstellen kann. Ja. Heißt das, dass du die erschossen hast, die Kinder? Das wissen wir jetzt nicht, weil sich gerade da, wo diese zwei gelegen sind, verstehe. Hat sich das überschnitten. Und die, ich nehme mal an, dass es die Bundeswehr schon weiß, weil sie haben ja sicher Nachforschungen angestellt, wie das überhaupt zustande gekommen ist, weil wir müssten ja einen Bericht drüber schreiben. So, de facto aber gehst du jetzt seit 1995, 96 so durchs Leben mit dem Gedanken, ich habe da vielleicht zwei junge Leute erschossen oder einen. Vielleicht. Ja. Also bist du dann bei der Bundeswehr geblieben danach? Nein, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich da eigentlich, ja, was heißt, ich meine, es war mir schon klar, dass ich mit als Soldat damit konfrontiert werde, wenn das so weit kommen sollte. Und das ist genau das Ding, Edmund. Überlegt man sich das vorher nicht, bevor man sich auf so etwas einlässt? Das kann durchaus passieren, vor allen Dingen, wenn man in einer solchen Krisenregion ist. Oder hast du es verdrängt einfach? Das war so, ich ehrlich gesagt, ich war damals, sage ich jetzt mal, jung in Anführungsstrichen und dumm. Ich war mit Herz und Seele eigentlich Soldat und zwar nicht wegen bösen Willen, sondern nur um zu helfen halt. Und du warst super jung, ne? Du bist jetzt erst 26. Du warst sehr, sehr jung. Ja, aber wie gesagt, passt das überhaupt? Vor 8 Jahren? Da warst du ja 18 gerade erst. Ja. 17, ne, 18 warst du. Ja. Und das war also, der Hauptgrund war halt eigentlich der dafür, wo ich dann zurückgekommen bin. Und ich hab also wirklich von meinem Kopf her ganz anders dann auf einmal gedacht und ich war total seelisch am Ende. Und ich wurde dann wenn man zurückkommt, kriegt man dann auch nochmal eine Untersuchung vom Arzt halt, von seinem SAN-Bereich und da wird man halt untersucht, ob man irgendwelche Folgeschäden hatte. Und ich hatte halt einen Oberfeldarzt darauf angesprochen, ob es möglich wäre, mich mit einem Psychiater in Verbindung zuzustellen wegen dieser Sache. Ja. Und er wollte mich halt, also er hat gedacht, es wäre sinnlos, mich jetzt, also er hätte da drin keine Bedenken sehen, dass ich jetzt seelisch
am Ende bin. Das heißt ja, das wurde nicht arrangiert von der Bundeswehr, dass du mit einem Psychologen, Psychiater zusammenkamst. So sieht's aus, so ja. So sieht's aus. Du wolltest dich damals, hattest du dich schon auf 4 Jahre verpflichtet oder wolltest ich hatte, dich verpflichtet? Hattest ich hatte schon. Mich schon auf 4 Jahre verpflichtet. Und bist dann auch da rausgekommen aus dieser Verpflichtung? Ja. Ja, wie lange? Also ich habe dann noch 2 Jahre, habe ich dann gemacht. Ah ja. Mhm. Also ich habe keinen Kriegsdienstverweigerer, KDV-Antrag dann gestellt, Kriegsdienstverweigerer, weil ich meine, ich habe mir halt damals gedacht, ich muss jetzt damit klarkommen, aber mittlerweile denke ich auch, das war jetzt die falsche Entscheidung. Diese zwei Jahre, die du dann noch als Soldat gedient hast, da warst du aber nicht in der Krisenregion mehr. Ich war ja 3 Monate unten und nach diesen 3 Monaten war ich nicht mehr im Auslandseinsatz. Mhm. Bereust du das heute im Nachhinein, dass du überhaupt dann noch 2 Jahre da geblieben bist? Nein. Nein. Also auf die Art und Weise bereue ich es nicht, weil ich muss sagen, ich bin ja selber Sanitäter gewesen. Mhm. Bei der Bundeswehr habe ich mich dann auch danach versetzen lassen in eine Sanneinheit. Mhm. Und habe dann eigentlich gerade das wieder gemacht, ich wollte eigentlich damit wieder das gut machen, was ich eigentlich meines Erachten danach falsch gemacht habe dort unten, indem ich halt so reagiert habe. Andererseits denke ich mir, es war Verteidigung, aber wenn ich dann daran denke, dass es halt in meinen Augen noch Kinder waren, gut, ich meine, ich war damals auch noch nicht so alt. Ja, ich meine, das ist natürlich das Wahnsinnige, wenn man in einer Krisensituation, in einem Krisenherd ist, in einer kriegsähnlichen Situation ist. Es ist ja auch eine Verteidigung, wie du es gerade schon gesagt hast. Es hätte ja auch sein können, dass diese, wenn auch sehr jungen Menschen, euch erschossen hätten. Ja, ja. Aber ich meine, das ist halt wieder der Unterschied. Ich meine, wir haben zwar einen Befehl, nicht anzuhalten, aber ich meine, wir sind auch bloß Menschen und wir sind auch auf gut Deutsch gesagt keine Schweine, weil wenn halt jemand Hunger hat, es war verboten, Essen auszuteilen, aber wir haben das ganz anders gesehen, weil was heißt Mitleid? Ich meine, das ist einfach das Leid unter dem Volk selber. Mhm. Das waren ja wirklich gesagt katastrophale Zustände. Und ja. Würdest du heute im Nachhinein sagen, ich bin eigentlich lieber, ich würde Kriegsdienstverweigerer sein, wenn ich nochmal anfangen würde? Nein, weil ich jetzt mit der Auffassung hingehe, wenn es nochmal sein sollte, dann möchte ich lieber da Soldat schon wieder sein, aber dann lieber als Sanitäter meinen beruflichen Weg bei der Bundeswehr gehen. Weil das heißt also, du es ist daraus nicht eine grundsätzliche Ablehnung von Armeen und von Militär bei dir entstanden? Nicht direkt. Mhm. Ich sehe die Bundeswehr nicht jetzt als eine Armee an, wie jetzt, sage ich jetzt mal, die USA oder Russland oder was weiß ich, irgendwas, sondern ich sehe die Bundeswehr heutzutage als Organ der NATO an, wo mehr, also es ist einfach Fakt, dass die Bundeswehr eine medizinische Einrichtung. Ja. Du musst dann das muss dir immer durch und durch gehen, wenn du jetzt die Bilder aus dem Irak siehst, ne? Ja. Weil du das ja wirklich alles ganz nachvollziehen kannst. Hast du dir denn, wenn die Bundeswehr das schon nicht für dich gemacht hat, hast du dir privat psychologische Hilfe gesucht, um das zu verarbeiten, was da passiert ist? Bis jetzt noch nicht, weil ich war, wie gesagt, ich habe immer mit der Meinung, ich komme damit klar und ich werde es schaffen, bloß mittlerweile, es häuft sich halt immer mehr an. Ich träume halt teilweise schon wieder davon und es holt mich einfach nach, gerade wegen diesen Sachen. Ist schon jetzt wahnsinnig, ne? Obwohl es so lange jetzt auch schon ziemlich lange her ist, aber wenn so etwas nicht verarbeitet ist, wühlt das die Seele immer wieder hoch. Immer wieder. Ja, ich habe halt jetzt eine Freundin, die hilft mir schon ziemlich darüber hinweg, aber ich meine, diese Zeit war halt früher nicht da und da haben mich halt mit Freunden und mit Kumpels halt durch Partys rumgetrieben, um sowas zu vergessen. Ich wollte einfach meinen Spaß haben. Ja, aber es kommt dann wieder hoch. Ich möchte ja gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, Edmund. Ja. Ich glaube, das wäre die richtige Entscheidung. Ist okay. Ja? Dann legst du auf und der Peter, so heißt der Psychologe, ruft dich jetzt an. Ist okay, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss, ja, Edmund. Tschüss. Birgit, 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Birgit. Ja, Birgit. Da bin ich zu weit gegangen, heißt das Thema. Was ist es bei dir? Ja, ich habe eine Affäre mit meinem Vorgesetzten. Und ich bin 19 Jahre alt. Ja, der Vorgesetzte ist 42 Jahre alt. Ja.
und ist verheiratet und hat 2 Kinder. Mhm. Wie lange schon? Seit September letzten Jahres. Wie ist es dazu gekommen? Ist es von ihm ausgegangen oder hast du ihn eher angebaggert? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ganz komisch gekommen. Wir haben einen Nachmittag länger zusammengearbeitet und dann haben wir uns viel unterhalten und dann haben wir uns noch hingesetzt und weiter dann unterhalten, obwohl wir schon längst fertig waren mit der Arbeit. Ja, und dann haben wir Handynummern ausgetauscht und dann ab und zu getextet und irgendwie ging aus der Freundschaft heraus dann diese Affäre. Ja. Wie sieht denn diese Affäre jetzt aus? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? Ja, das mit dem Sehen ist halt immer schwierig. Na, ihr seht euch natürlich bei der Arbeit. Aber ich meine jetzt so wirklich ganz privat. Ja, das ist immer ziemlich schwierig. Also ich helfe in dieser Firma nur aushilfsweise, bin ich halt nur dort. Mhm. Und wenn ich dann mal frei habe, dann kommt er zu mir oder wir treffen uns außerhalb irgendwo. Mhm. Das ist halt immer ziemlich schwierig. Ist es dein direkter Vorgesetzter? Ja, er ist der Personalchef dieser Firma. Ah ja. Aber du bist nur aushilfsweise dort. Genau. Das heißt, was heißt aushilfsweise? Du wirst gar nicht mehr so sehr lange da arbeiten, oder wie? Nee, das ist halt so auf 400-Euro-Basis da, weil ich bin eigentlich Schülerin. Mhm. Aber ich habe Anfang des Jahres das Schuljahr abgebrochen, weil ich es nicht geschafft hätte und fange jetzt halt im Sommer erst wieder an. Ja. Und da habe ich jetzt halt momentan auch noch sehr viel Zeit. Mhm. Aber er halt nicht so und ich muss immer an ihn denken und er kann dann halt nie vorbeikommen oder so. Das heißt, dass du ab Sommer bist du nicht mehr in der Firma? Doch, auch noch. Auch noch? Dass ich dann nachmittags oder abends da arbeite. Achso, das ist so auf längere Zeit jetzt geplant, dass du da weiterarbeitest. In der Firma ist es wahrscheinlich streng geheim? Ja, natürlich. Wie überhaupt es ganz streng geheim ist? Niemand weiß es. Ja. Nur meine beste Freundin, die wohnt ein bisschen weiter weg, die kennt auch niemanden hier aus meinem Umkreis. Mhm. Mit der rede ich dann darüber, weil da besteht auch keine Gefahr, dass das ihr mal irgendwo rausrutschen könnte bei irgendwelchen Freunden von mir oder so. So, Birgit, warum hast du dich auf dieses Verhältnis eingelassen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich gibt er mir alles, was mir lange gefehlt hat. Zum Beispiel? Ja, er gibt mir Geborgenheit, er gibt mir das Gefühl, geliebt zu werden. Es ist einfach alles, wenn es mir dreckig geht oder so, egal wie scheiße es mir geht, er bringt mich zum Lachen. Mhm. Das klingt schon so, als wärst du in diesen Mann heftig verliebt. Verliebt weiß ich nicht, ob das das richtige Wort wäre. Ich habe so teilweise Tage, da habe ich richtig das Gefühl, verliebt zu sein, aber dann auch manche Tage auch wieder nicht. Das ist, weil ich weiß halt auch, dass ich diesen Mann niemals für mich alleine haben werde. Ja. Habt ihr viel Sex miteinander? Das kommt drauf an. Also manchmal da haben wir 2-3 Wochen keinen Sex und manchmal dann auch in der Woche halt jedes Mal, wenn wir uns dann sehen. Mhm. Das heißt, wenn das in der Firma auffliegen würde, wäre das hochdramatisch für ihn als Personalchef natürlich. Für dich auch? Für uns beide für auf euch jeden beide. Fall, weil in dieser Firma ist es auch so, dass alles sehr familiär ist. Mhm. Weil sich halt alle kennen und es ist halt ein Dorf. Und die kommen halt alle hier aus der Umgebung. Ja. Also, und da kennt man sich pokert halt. Pokert eher extrem hoch. Ne? Ich meine, für dich ist es ein Aushilfsjob, ist auch wichtig für dich, klar. Aber bei ihm hängt seine ganze berufliche Existenz daran. Und seine Familie. Ja. Spricht er mit dir darüber? Warum hat er sich auf dich eingelassen? Auf das Verhältnis? Er meinte auch, ich würde ihm vieles geben, was er vermisst hat. Was genau hat er mir nicht gesagt? Sex? Ich weiß es nicht. Von seiner Familie spricht er überhaupt nicht. Also es gibt ja verschiedene Modelle immer bei solchen Konstellationen. Diese Konstellation ist insofern schon immer sehr unangenehm, weil du ja in einem Abhängigkeitsverhältnis von ihm stehst. Das ist ja eine völlige Schieflage. Hm. Ne? Das ist das eine. Dann das andere, so ein großer Altersunterschied. Er ist verheiratet, er hat 2 Kinder. Da kommt bei mir immer so im ersten Moment der Verdacht auf. Das ist manchmal ungerechtfertigt, aber der Verdacht kommt auf. Das ist für den eine tolle Bettnummer. Der ist in der längeren Beziehung, da ist vielleicht die Lust schon so ein bisschen abhanden gekommen und die Ehe ist ein bisschen langweilig. Da sucht er sich jetzt so ein 19-jähriges, knackiges Mädchen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Also ich muss sagen, bei uns hat das auch sehr, sehr lange gedauert, bis wir überhaupt den ersten Sex hatten. Mhm. Also ich denke mal, wenn es ihm nur darauf hinausgegangen wäre, dann wäre das schon viel früher passiert. Mhm. Aber dir ist nicht ganz klar, was für Gefühle das sind. Nee. Ne, das ist alles völlig offen. Aber wenn ihr da in so einer kleinen Welt lebt,
ist es doch tierisch schwierig, mal auch in der Freizeit was miteinander zu machen, weil alle Leute kennen, jeder kennt doch jeden da bei euch. Mhm. Ne? Ja, das Urwitzige ist auch noch, bevor wir überhaupt was miteinander hatten, ich arbeite nun schon seit letztem Sommer in dieser Firma. Mhm. Und bevor wir überhaupt was hatten, ging das Gerücht rum, wir hätten in der Halle bei denen, also auf der Arbeit, hätten wir rumgeknutscht. Ach. Ja, und dieses Gerücht klebt halt immer noch an uns. Also wie, bevor du da gearbeitet hast? Also bevor wir diese Affäre begonnen haben, ach so. Mhm. Weil wir uns halt sehr gut verstanden haben und viel zusammen gelacht haben. Also wenn so ein Gerücht umgeht, kannst du sicher sein, dass man euch mit Argusaugen beobachtet. Ja, natürlich. Und über kurz oder lang es rauskommt. Vor allem unser Chef, der beobachtet uns ganz genau, unser so, oberster Chef. Jetzt ist die Frage an dich, wie wichtig ist dir diese Beziehung? Bist du bereit, das alles, diese ganzen Risiken mit weiterzutragen? Wobei du gar nicht mal weißt, was dieser Mann für dich empfindet. Und alles sehr kompliziert ist und sehr geheim ist und sehr dubios ist vielleicht sogar. Ja, es ist alles sehr kompliziert. Also es ist keine gute Sache, kann man sagen. Normalerweise ist es auch überhaupt nicht meine Sache, solche komplizierten Sachen anzufangen. Eigentlich ist es schon zum Scheitern verurteilt. Eigentlich ist es eine kranke Beziehung, sage ich mal. Ja, ist es auch. Es ist klar, dass irgendwann das Ende kommt, aber die Momente, die ich mit ihm habe, genieße ich jede Sekunde. Das heißt, du bist bereit, das jetzt auf die Spitze zu treiben und irgendwie eskalieren zu lassen? Na, das ist eigentlich auch nicht das, was ich will. Eigentlich also nicht. Ich stehe selber in einem sehr eigenen Konflikt mit mir selbst. In einem Dilemma. Mhm. Mhm. Eigentlich, so ganz rational müsste man sagen, sie sollte es beenden, die Birgit. Aber das ist natürlich alles leichter gesagt als getan. Vor allem, ich sehe ihn ja auch fast jeden Tag. Redet ihr denn eigentlich über die Gefahren, die damit verbunden sind? Ja, so ab und zu, wenn es mal wieder irgendwie knapp geworden ist. Mhm. Wenn wir uns geküsst haben oder so und gedacht haben, ist niemand da oder ist niemand in der Nähe und dann auf einmal taucht doch jemand auf. Ja. Also weißt du, Birgit, mir ist dieser Mann nicht klar. Für dich ist es, du verlierst einen kleinen Job und das war es dann aber auch. Aber der verlieren würde, weiß ich nicht unbedingt. Ja, nicht, vielleicht nicht mal. Er verhält sich ziemlich loyal, sag ich jetzt. Nein, nicht mal, wenn alles auffliegen würde. Aber, ja, dann auf jeden Fall. Ja, aber was verliert er? Er verliert seine Existenz. Ja, das auch. Aber er geht dieses Risiko ja auch ein. Mhm. Er geht es ja auch von. Er könnte ja auch selber sagen, ich beende das alles. Mhm. Ja, aber deswegen fragte ja auch nicht beenden. Deswegen fragte ich gerade, ich verstehe den gar nicht. Was ist mit dem los? Ist der einfach nur dumm? Ist der einfach nur geil? Ist der. Was ist mit dem Typ los? Aber du bist das Thema. Du bist das Thema. Du musst eine Entscheidung fällen, wie du es weiterlaufen lässt. Entweder lässt es so weiterlaufen oder du gehst, du versuchst dich zurückzuziehen. Ich fände es klug, wenn du dich zurückziehen würdest. Ja, schlau wäre es. Ja. Aber es ist eigentlich nicht das, was ich will. Also. Ja. Oder ihr müsst einfach so, oder du musst sagen, okay, pass auf, wir entflechten das jetzt ein bisschen. Wir mögen uns und wir wollen irgendwie miteinander was machen. Dass du sehr intensiv dir einen anderen Job suchst, dass du schon mal aus dieser Firma raus bist. Dann hast du immer noch das Problem an der Backe, dass du mit einem verheirateten Mann zusammen bist. Und was will der Mann von dir? Aber dass das schon mal ein bisschen entflochten ist. Das wird das Ganze vereinfachen, wenn du nicht in der Firma wärst. Ja, das wäre wahrscheinlich das Beste. Das wäre zumindest ein kleiner Schritt nach vorne. Aber ich arbeite da auch so gerne. Das ist alles ja. so, ja. weil man versteht sich halt mit allen gut. Die Arbeit ist total alles, okay. Alles geht nicht, ne? Ja. Birgit. Es wäre alles wunderbar, wenn er nicht verheiratet wäre. Und, Tja. Du musst eine Entscheidung fällen, da kann ich dir nicht bei helfen. Die Richtungen haben wir jetzt ja zusammen schon so ein bisschen angedacht. Ne? Hm. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Birgit. Und Christian, 19 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Christian. So, und zwar geht's bei mir im Thema und zwar um die Liebe. Und zwar habe ich Scheiße gebaut. Und zwar nachdem meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat, bin ich mit dem Auto gegen eine Hausmauer gefahren. Aus Traurigkeit, aus Frust? Ja, aus Frust. Sie hat mir erzählt, dass sie einen anderen hat und ja. Wie lange wart ihr zusammen? Fast anderthalb Jahre. Ja. Wann ist das passiert, was du gerade erzählt hast? Oh, vor 8 Wochen. Oh. Da hat sie Schluss gemacht. Ja, da hat sie Schluss gemacht. Du warst sauer und verletzt. Was man alles immer so empfindet, wenn man der Verlassene ist. Ja, genau. Gab es noch einen Streit zwischen euch, eine Auseinandersetzung?
Nee, danach nicht mehr. Also unsere Beziehung war nie wirklich perfekt. Also mhm. Ich meine, als sie dir das gesagt hat, gab es da erstmal einen Streit? Oder bist du direkt gegangen, hast sie ins Auto gesetzt und vor die Wand gefahren? Als sie mir das gesagt hat, habe ich ihr den Ring vor die Füße geworfen, bin ins Auto gestiegen und bin geradeaus losgefahren. Volle Kanne gegen eine Mauer? Genau. Welche Geschwindigkeit? 70, 80. Mit 70, 80? Ja, unangeschnallt. Und wir reden jetzt noch miteinander. Was für ein Glück, Junge. Ja, das hat der Arzt auch gesagt. Puh. Mit 70, 80 gegen eine Mauer? Ja. Unangeschnallt? Ja. Ich frag's nochmal, weil ich es gar nicht glauben kann. Doch, ist so. Und wie verletzt warst du? Ich habe nichts gehabt, nur einen blauen Fleck am Handgelenk. Da saß das Auto aber voller Schutzengel. Ja. Das war nicht nur eine, das ganze Auto war proppevoll mit Schutzengeln. Das kann man so sagen. Das Auto ist wahrscheinlich völlig im Eimer? Das ist völlig im Eimer, ja. Ein Schaden von ungefähr? Das weiß ich nicht, war ein altes Auto, also ist doch komplett total Schaden. Mhm. Mensch, jetzt, ich stelle mir gerade die Situation vor, du rast wie von Sinnen gegen diese Wand. Ja. In deiner Wut, in deiner Traurigkeit, willst dich umbringen? Ne? Willst dich umbringen? Ja, 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 stimmt. Dann knallst du dagegen und bist bei Bewusstsein. Nee, also ich habe nicht mehr wirklich viel mitbekommen. Ich weiß, dass zwei Freunde noch neben mir waren, aber... Ach, da waren noch Leute im Auto? Ein bisschen den Notarzt. Moment, da waren noch Leute im Auto? Nee, nicht im Auto, sondern die waren bei meiner Freundin unten. Ja. Ach so, das war gar nicht weit entfernt von deiner Freundin, dieses... Nee, das war die gleiche Straße. Ah ja, da hast du aber schnell beschleunigt, dass du auf 70 kamst. Ja, das stimmt. Mhm. An was kannst du dich dann wieder erinnern? Bist du dann rausgeklettert aus dem Auto alleine oder hat dich jemand rausgeholt oder wie? Nee, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich im Krankenwagen war und dann auf dem Weg zum Krankenhaus. Mhm. Da bin ich zu weit gegangen. Das ist aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes passend zu unserer Sendung. Wie denkst du heute nach 8 Wochen darüber? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mir manchmal, ich bin wirklich zu weit gegangen und das, was ich gemacht habe, war sinnlos. Mhm. Und manchmal denke ich mir, warum konntest du nicht dabei dann doch draufgehen? Christian, du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Du bist 19 Jahre wegen einer Frau. Ja, das sagt mir jeder, aber das ist alles gar nicht so einfach. Ich weiß. Das ist natürlich die wichtigste Frau in deinem Leben jetzt gewesen, in der letzten Zeit. Und der wichtigste Mensch. Genau. Ja, genau. Klar, da kann man auch nicht einfach so sagen, wegen der Frau. Ist mir schon klar. Aber, weißt du, so schnell darf man den Schwanz auch nicht einziehen. Das ist so eine einfache Sache, sich da dann umzubringen. Ich weiß, das ist das Einfachste, was man machen kann. Ja, das ist auch feige irgendwo. Ja. Es ist auch scheiße, deiner Familie gegenüber dir das anzutun, deinen Eltern. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast oder was da noch um dich herum ist. Das muss man aushalten. Alle von uns haben das ausgehalten schon. Und alle von uns haben auch gelernt, dass nach einer gewissen Zeit, dass man es erträgt oder irgendwann sogar vergisst. Sind jetzt so Sprüche, weiß ich. Im ersten Moment, wenn man so in so einer Traurigkeit ist, will man das gar nicht glauben. Genau, das sind Sprüche für einen, wo man denkt, aber es war nie so schlimm wie bei einem selbst. Ne? So, genau, ja, genau so. Aber das Leben wegschmeißen, das ist so krass. Und dass du das jetzt immer noch sagst, nachdem du so ein Glück hattest. Ja, ich bin selbst jetzt danach bin ich beim Psychologen. Mhm. Und aber ich weiß nicht, ich sag's trotzdem noch. Also weißt du, Christian, es hätte ja auch sein können, dass du für dein Leben lang ein Pflegefall geworden wärst. Das stimmt, ja, das hätte sein können. Ne, dass du im Pflegeheim liegst, gelähmt bis an den Hals, hätte sein können. Ja. Es hätte sein können, dass du geistig behindert bist. Alles mögliche, alle schwersten Erkrankungen und als Unfallfolge könnte man sich vorstellen. Und du bist kerngesund jetzt, Mensch, freu dich. Sei traurig, du hast die Frau verloren. Das ist sautraurig, finde ich auch. Aber freu dich, dass du lebst. Ja, wenn es so viele Sachen gibt, auf die man sich da so noch freuen kann. Also man überlegt sich immer, ja, was ist so in der Zukunft und so, worauf kann man sich freuen? Mhm. Und, Was könntest du dich denn freuen? Oh, ja, wir haben hier bei uns ein Festival mit Bands und so. Ja? Da arbeite ich sozial mit und... Mach sonst viel im sozialen Raum, also das sind halt Sachen. Ja, finde ich eine gute Sache. Finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Und wenn dir das Spaß macht, kann man sich auch darauf freuen. Also ist das doch schon mal ein Punkt, ein Anhaltspunkt, wo du so hinleben kannst. Hast du Freunde? Vermutlich ja, ne? Ich habe ein paar Freunde, aber ich habe auch viele Freunde verloren. Warum? Weil die einfach gesagt haben,
ja, wir kommen mit der Situation nicht klar und das, was du gemacht hast und sie wollen mich gar nicht mehr sehen. Und aha, naja, also das finde ich jetzt auch übertrieben. Ja. Kann man ja im Affekt verstehen, dass jemand das tut und die sollten sich freuen, dass du da bist, dass sie dich haben noch. Ja. Christian, die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Leg mal auf. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Tschüss. 2 Uhr. Sie hören Nachrichten vom SWR. Bagdad. Das US-Verteidigungsministerium schickt zusätzliche Panzer und